Ihr seid immer noch einer der aktivsten Communities, die man sich so wünschen kann mit der Abonnentenzahl. Jojo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Quick Survival Games auf dem Common AD Server. Wir spielen die Map, weiß ich gerade gar nicht. Okay, die Map mag ich aber eigentlich nicht so. Wieso habe ich die genommen? Ah, okay. Das war ja schon mal eine etwas willkommenere Kiste, die wir hier zu looten bekommen haben. Wie auch immer das auch sagen mag. So, okay, Dankeschön. For that kill. Ich habe eine ganz kurze Sache anzureden. Denn, ja, also, so im Gegensatz heute zu gestern oder wie man das auch nennen mag, oder heute zu vor Restart, nach dem Restart, vor dem Restart. So, jetzt habe ich es endlich gefunden. Und ja, ist einfach so, ihr wart vor dem Restart aktiver, ist mir aufgefallen, und auch mit Kommentaren, was weiß ich, ihr wart einfach allgemein aktiver. Ich kann mich zwar jetzt immer noch nicht bei euch beschweren, dass ihr nicht aktiv seid, ihr seid immer noch einer der aktivsten Communities, die man sich so wünschen kann mit der Abonnentenzahl. Nur wenn man so früher sieht, man hat früher auf ein Video, sag ich mal, 15 Likes geknackt oder sowas, und heute sind es einfach 10 Likes, was halt auch nicht wenig ist, aber sage ich mal, auch nicht viel, und die Runde läuft gerade eigentlich ganz gut. Und ja, das wollte ich eigentlich nur so sagen. Es sollte jetzt nicht darauf aufmerksam machen, dass ihr bitte mehr liken sollt und sowas, sondern es sollte einfach als Hinweis geben und euch einfach mal so einen Rückblick zu geben, wie ich darüber denke. Dann zu etwas ein bisschen positiveren. Mich freut es, dass größere YouTuber vielleicht ab und zu mal kommentieren. Ich freue mich darüber echt, und Marcy auch. Zum Beispiel bei dem 2x2 Video hat Detrox kommentiert, worüber ich mich ziemlich gefreut habe, und Marcy sich halt auch. Dass ein YouTuber mit 15.000 Abonnenten sich die Mühe macht, bei uns zu kommentieren, und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Ich habe leider einen Chat-Bann, deswegen brauche ich das gerade nicht. SG Edite. So, Moment. Kurze Auszeit. Ach, kacke. Hatte noch ein Herz. Naja, egal. GG. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und da werden wir dann mit dem Thema fortführen, Leute. Bis gleich. Jo, da sind wir jetzt in der nächsten Runde. Quick Survival Games. Es ist jetzt schon ein bisschen später abends, wo ich das Ganze aufgenommen habe. War ungefähr, ich glaube, 16.20 Uhr. Jetzt ist 21 Uhr, dadurch, dass ich dazwischen Training hatte und los musste und zudem unter Zeitdruck stande. Und ja, ich war zwar mit dem Fahrrad unterwegs oder ja, und konnte deswegen eigentlich meinen Bus nicht verpassen, aber ich war ziemlich spät dran und deswegen setze ich diese Folge einfach heute Abend fort. So, ich werde mich sehr freuen, wenn du mich aufhören würdest zu schlagen. Das finde ich nämlich gar nicht nett. Und wenn du aufhören würdest, mich zu targeten, weil ich habe beste Rüstung. Und das hast du nämlich nicht. Och man, egal, nein, nicht da hoch. Wir haben letzte Folge aufgehört, letzte Folge sage ich schon, ich bin schon voll durcheinander. Wir haben letzte Runde damit aufgehört, dass ich mich gefreut habe darüber, dass ein recht großer YouTuber oder ein schon sehr großer YouTuber bei uns kommentiert hat, und ja, auf jeden Fall da nochmal danke. Es gibt einem auf jeden Fall immer Motivation, wenn ein etwas größerer sowas schreibt wie nice Video oder sonstiges. Gibt auf jeden Fall immer recht viel Motivation. So, erstmal so bitter und böse wie ich bin. Erstmal abgestaubt. Okay, und den können wir jetzt auch noch bekommen. So, den haben wir jetzt auch noch. Dann war das doch noch am Ende ganz gut, dass wir hier abgestaubt haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall geilen Stuff.
Legst ja irgendwo noch ein Eisenschwert. Nein, auf jeden Fall gibt es einem immer richtig viel Motivation, aber auch wenn ihr kommentiert, also es muss nicht ein YouTuber sein mit 15.000 Abonnenten oder sowas, können auch ihr sein, die einem die Motivation letztendlich geben, einfach mit YouTube weiterzumachen und halt für euch das Zeug zu bringen. Und es ist bei vielen weiteren auch ein großes Problem oder weswegen auch viele mit YouTube einfach aufhören, weil sie einfach die Motivation nicht mehr bekommen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel gerade so, zurzeit so, dass dadurch, dass ihr echt sehr viel kommentiert, ich auch zurzeit mit Marcy sehr viel Motivation komme. Daraus machen wir einen Bogenkill. Hab keine Waffe. Komm her. Habe ich schon. Ich habe noch einen Chatbot, ne? So, dann geben wir dem einfach mal so eine Waffe, wie fair wir sind. Und lassen ihn dann noch kurz reggen, dass es auch schön fair ist. So. Und ja, wie gesagt, es gibt einem immer sehr viel Motivation zum Weitermachen und deswegen verstehe ich das. So, das glaube ich auch ein Goldharnisch, soweit ich mich. Soweit ich mich entsinne. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los mit dem Geangel, aber dann sollten wir bekommen. Jawohl, am Ende haben wir noch die Combo rausgehaut. Das gibt ein GG. Ich kann es leider nicht schreiben, aber es gibt ein GG. GG. So, hab's probiert, geht leider nicht. Und ja, wie gesagt, es gibt einem einfach mega Motivation, egal ob ihr kommentiert oder ob einfach größere YouTuber kommentieren. Bei größeren YouTubern ist es einfach nur nochmal, sagen wir mal, nicht extremer, aber einfach nochmal cooler. Es reicht schon, wenn die irgendwie 400 Abonnenten haben oder 400 Abonnenten mehr haben und bei mir kommentieren oder bei uns kommentieren. Es gibt einfach eine mega Motivation und wir gehen jetzt einfach so in die Runde rein ohne Cut. Hoffe ich mal, dass ich nicht gekickt werde. Ne, sieht nicht danach aus. Okay, dann sind wir in der Runde drin. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen später, es ist ungefähr 21 Uhr. Die Folge habe ich um 16:20 Uhr aufgenommen. Deswegen weiß ich noch gar nicht so richtig, was ich alles in der Folge angeredet hatte. Ich habe nicht so das geile Gedächtnis, wenn es um Kurzzeit geht oder eher gesagt fast um Langzeit. Bekommen wir jetzt irgendwie noch mein Schwert? Das wäre ganz schön lieb von den ganzen Kisten hier, die hier rumstehen. Hallo? Ja, das war ja eine krasse Kiste. Oh nee. Ja, sollten wir noch bekommen. Jawohl, okay, den hatten wir sogar noch. Der hat uns ein wenig überrascht von hinten, weswegen ich auch kurz innegehalten habe, um mich auf den Kampf konzentrieren, damit das Gameplay nicht so scheiße wird, dass ich das Ganze rauscutten muss. Weiß nicht, sollten wir, ja, könnten wir bekommen. So, und wie gesagt, also es gibt einfach eine Motivation und ich denke, das versteht fast jeder, der irgendwie selbst auch YouTube macht. Deswegen, ja, okay. Oh Mann. Das war ja wohl dann Scheißrunde. Ja, was kann man dazu sagen? Wurden einfach gekillt von Centrex oder so. Der Name ist auf jeden Fall ziemlich geil. Überlege ich mir, ob ich den auch holen werde. Ja, ich weiß nicht, ob der gehackt hat. Hat auf jeden Fall ein bisschen große Range gehabt. Also ich meine, für meine Verhältnisse kann ich das ja ganz gut beurteilen. Mit einem eigentlich 13er Ping oder 12er Ping. War schon ziemlich, sag ich mal, am Limit. Kann man noch erreichen vom Ping her. Aber war jetzt nicht so, dass ich sagen kann,
Jo, der hat das gleiche Internet wie ich. Naja, egal, lass uns jetzt nicht über den Tod diskutieren, sondern einfach nochmal darüber, dass ich es einfach cool finde, wenn Leute kommentieren und eigentlich jedes Kommentar feiere und mich darüber auch über jedes Kommentar freue. So, das war's dann auch für diese kurze drei Runden QSG, was auch immer. Vielleicht kommt die Folge noch heute. Heute ist der 26. Und ja, dann mal gucken, ob wir das Ganze heute noch hochgeladen bekommen. Ich denke schon, dass ich das hinbekomme. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.